Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder im schönen Tamriel. Diesmal mit einem freudig verspielten Hund im Hintergrund, den wir ja schon einige Male jetzt dabei hatten. Und diesmal auch tatsächlich mit schönem Wetter. Das haben wir ja leider nicht immer so gehabt. Ja, in der letzten Folge haben wir eigentlich gesagt, dass wir woanders hin müssen. Aber ich habe gesehen, das sind ja zwei Sachen. Also einmal läutert das schaurige Voulain und lautet den Ferrandfuhl. Und da ich sowieso hier entlanglaufen musste für den Stall, habe ich mir gedacht, machen wir einfach jetzt erstmal hier weiter. Jetzt bin ich gerade am gucken. Ja genau, das ist höher. Nein, ich kann jetzt gerade leider nicht. Die Magiergilde nehmen wir nämlich etwas später auf. Die versuche ich dann auch am Stück aufzunehmen. So, ich nehme mal an, dass wir hier erstmal durch müssen. Und dass es dann da oben ist, wo man auch die Scherbe holen kann. Wer die Scherbe nicht kennt, weil ich sie jetzt auch offenbar noch nicht genommen habe. Man muss einfach nur oben rum nach links. Doch, ich habe sie doch schon genommen. Aber sie steht bei mir immer noch drauf. Komisch. Und da wäre sie jetzt gewesen. Gut, wir müssen wieder nach unten. Jetzt ist es auf einmal tiefer. Ich liebe solche Sachen, wo man in eine Richtung geführt wird und es dann doch was anderes ist. Moment, jetzt gehen wir wieder raus. Lautet das schaurige Voulain. Und da will er mich wieder nach oben führen. Ah, ich liebe diese Verwirrungstaktik. Das ist doch alles nur, um herauszufinden, ob man aufgepasst hat. Ne, da geht man nochmal Burg wieder. Zurück. Hier ist es auch nicht, ne? Es kann sich nur noch um Stunden handeln. So, da ist alles mal Burg. Du hast auch nichts damit zu tun. Ich bin verwirrt. Ja, und offenbar mein Teso jetzt auch gerade. Ich verstehe es wirklich nicht. Hm. Das ist der Sendeschreiben. Das Sendeschreiben. Das sind die anderen. Dann schon einen Besuch abstatten, versuchen, diese Gebiete zu reinigen. Ja, ich habe keine Ahnung, warum mir das so komisch angezeigt wird. Ich würde sagen, wir reisen jetzt erstmal wieder zu diesem ersten Platz zurück. Du hast auch nichts damit zu tun. Ja, das ist toll. Ich verstehe es wirklich nicht, weil die Quest ist drin. Die Quest soll auch da sein. Wo ich jetzt gerade war, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann kann man sie nicht mehr sehen. Ja gut, wahrscheinlich, weil ich jetzt im neuen Gebiet bin. Genau, ich bin jetzt nämlich hier durch. Er zeigt mir immer noch den einen Ort. Ach, und er zeigt mir aber beide Orte hier oben an. Also, ich habe absolut keine Ahnung, was dieser Quatsch soll, warum der mich jetzt immer wieder hier reingeführt hat. Moment, wo wollte ich jetzt da? Ja, da kann ich jetzt auch nichts für, wenn das Schicksal dich betroffen hat. So, wir laufen jetzt, glaube ich, in die falsche Richtung, oder? Nee, wir müssen da noch weiter. Aber da unten müssen wir weiter, ne? So, hallo, wieso bleibe ich jetzt hier hängen? So. Das wäre hier. Und dann da weiter entlang und dann den Ferrandfuhl. Also hier entlang. Denke ich, hoffe ich. Seid auf der Hut. Die Bossmeer hier werden angreifen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich habe versucht, diesen armen Leuten zu helfen, aber es ist sinnlos. Hier gibt es eine Fäule, die sie in tollwütige Bestien verwandelt hat. Die Bossmeer sind wahrscheinlich verloren, aber wir müssen einen Weg finden, damit sich die Fäule nicht ausbreitet.
Wisst ihr, was diese Fäule verursacht? Zweifelsohne ist es die Verderbnis von Prinz Nämons Schatten, die sich über den Wald ausbreitet und sich irgendwie auf die Leute hier auswirkt. Diese Fäule geht von den Bäumen aus. Was uns eine Möglichkeit verschaffen könnte, sie mit Hilfe der Menhire zumindest einzudämmen. Was sind die Menhire? Vor langer Zeit, noch vor dem Grünen Pakt, dienten die Menhire dem Volk als Schutz vor den Angriffen des Waldes. Wenn wir die Menhire aktivieren können, könnte dies die Bäume daran hindern, die Fäule weiter zu verbreiten. In Ordnung, dann lasst uns die Steine aktivieren. Wir müssen schnell arbeiten, meine Freundin. Eindeutig betrifft die Fäule nicht alle Bosmer. Aber wenn jemand in dieses Gebiet kommt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sich anstecken. Ifre möge es verhindern. Ein Spähtrupp Dämmerranken-Waldläufer kommt hierher. Warum schadet die Fäule uns nicht? Ich weiß es nicht genau. Aber ich vermute, die Verbindung unseres Volkes zum Grünen macht uns anfällig für eine Ansteckung. Andere Völker sind immun. Es scheint auch so, als könnten einige Bosmer der Fäule widerstehen. Dafür habe ich jedoch keine Erklärung. Okay, was müssen wir denn machen? Wir müssen... Aktiviert den mittleren Menhir. Gut, aktivieren... Was auch immer das heißen mag, in die Richtung. Ja. Wir möchten natürlich so wenig wie möglich Bosmer töten. Ja. Da fühlen sie sich höher, oder? Wenn ich das hier richtig sehe. Oh mein Gott, ich wollte euch schonen, aber wenn ihr nicht wollt und übersterben wollt, dann ist die mal so. Da kann ich dann auch nichts für. So. Können wir jetzt hier mal. So. Wie wenn ich mich im Kampf besitze. Ach, Leute. Ich will reiten. Sie sind irgendwie tot. Aber gleichzeitig auch nicht. Tote Pflanzen und gleichzeitig auch nicht. Jo. Ach, ich liebe es, wenn man nicht reiten kann, weil mal wieder was verbuggt ist, weil man angeblich im Kampf ist. So, einmal zurück, denke ich mal. Leider wird mal wieder nur Basti angezeigt und nicht der Weg. Hier kann ich runter, ne? Nee, ich gehe nicht. Hallo. Ich werde tun, was ich kann, während ihr fort seid. Ja. Wieso komme ich dann aus das Gebiet raus? War das hier? Ah ja, ich glaube, es war hier. Okay. Ui, da wollte ich nicht rein. Es tut mir leid. Ja, natürlich kriegt ihr es auch wieder nicht auf die Reihe, dass man sich verschont. So, kann ich jetzt? Danke. Hier ist übrigens eine schöne Stelle für Brackwasser. Die kommen nämlich immer gerne mal wieder zurück. Ich muss immer noch läutern. Nähert euch den Haien. Den Haien, das ist... Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Nicht da hochlaufe, glaube ich, oder? Bei Öfres Knochen. Die Fäulnis scheint aus dem Hain des Ältesten zu kommen. Wir müssen da hinein. Und das schnell. Ich nehme mal an, das ist hier. Oh. Ach, ich wusste es. Dafür stirbst du jetzt, ganz ehrlich. So, jetzt gib mir den Glückling. Der Sieg ist grausam. So. Aber die Niederlage ist schlimmer. Ja, aber wir haben keine Niederlage. Müssen wir mit dir nochmal reden? Warte mal. Wenn der Älteste verdorben wurde, dann wurde alles in diesem Gebiet, jede Pflanze, jede Kreatur und jede Person auch verdorben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Fäule so einfach den Schutz des Waldes überwinden konnte. Was genau ist der Älteste?
Er ist eine uralte Pflanze, ein Würger. Er ist schon von Anfang an hier. Er ist das Lebensblut des Waldes hier. Wenn der Älteste wirklich verdorben wurde, dann müssen wir ihn erschlagen, ungeachtet des Grünen Pakts. Den Ältesten zu töten, wird gegen den Grünen Pakt verstoßen? Ich glaube nicht. Wir müssen die Bedeutung des Grünen Paktes als Ganzes bedenken. Im Kern ist es ein Bund, bei dem wir das Grün und das Grün uns beschützt. In diesem Fall müssen wir den Ast abschlagen, um den Stamm zu retten. Das ist die einzige Möglichkeit. Wird er nachwachsen, nachdem wir ihn getötet haben? Nicht ohne Hilfe. Nachdem wir ihn getötet haben, müsst ihr ihm das Herz herausschneiden. Wir können vielleicht einen neuen Würger wachsen lassen, der den Platz des Ältesten einnimmt. Okay. So, aber ich bin ja auf jeden Fall auch schon mal auf dem richtigen Weg. Das ist gut. Ja, wie immer, wenn ihr lesen möchtet, wenn ich denn umblättern kann, wollte ich gerade sagen, könnt ihr das gerne tun. So. Ich schalte mir das jetzt aber doch mal an. Das ist mir nämlich langsam, aber sicher ein bisschen zu nervig. Weil ich kann sonst nicht sehen, wenn die Namen nicht drin stehen. Ihr könnt den Ältesten vernichten, aber das Herz könnt ihr nicht haben. Ja, geh mir doch nicht auf den Sack. In den Schatten. Wir sind doch schon so weit gekommen. Ihr werdet es mir bringen. Und erneut finden wir uns hier. Es ist so unnatürlich, dass mir übel wird. Ja, verstehe ich. Das Herz des Ältesten muss die Verbindung sein, die diese Ebene an unsere knüpft. Ich schätze, es ist auch an Nämons Diener gebunden. Derjenige, der uns angesprochen hat. Dann müssen wir uns also Nämons Diener ein weiteres Mal stellen? Wir haben keine andere Wahl. Obwohl sich das so anhört, als würden wir damit Gefahr laufen, dass das Herz des Ältesten zurück in Feindeshand fällt. Aber vielleicht können wir noch mehr Fäule beseitigen, solange wir in diesem Reich sind. Das könnte uns hüben wie drüben helfen. Wie beseitigen wir von hier aus noch mehr von der Fäule? Die Bäume im Wald. Ihre Verunreinigung stammte vom Ältesten. Doch gewiss hat sie sich inzwischen auf die Geister der Bäume selbst ausgebreitet. Wenn wir die verdorbenen Baumgeister besiegen können, wird mehr vom Wald verschont bleiben. Das Herz des Ältesten kann uns helfen. Wie kann das Herz des Ältesten uns helfen? Die Energie des Herzens könnte euch helfen, die Baumgeister zu bezwingen. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das eine gute Idee wäre. Wenn wir das Herz auf diese Art verwenden, wird es verdorben werden. Das würde jede Möglichkeit zunichte machen, einen Ersatz für den Ältesten wachsen zu lassen. Also normalerweise gehe ich ja mal auf Einschüchtern. Falls uns das hilft, diese Fäule zu beseitigen, müssen wir dieses Risiko eingehen. Aber das ist natürlich nicht im Sinne des Grünen. Deswegen sage ich jetzt heute mal, dann sollten wir es nicht benutzen. Ich werde die Baumgeister selbst töten. Vielen Dank für euer Verständnis. Nicht, dass ich das alles noch schwieriger machen möchte, aber ich halte es für falsch, das Herz des Ältesten in Gefahr zu bringen. Dann nur zu. Tötet die verdorbenen Baumgeister. Ich werde nach Nämons Diener suchen. Ja, also ihr hättet natürlich abkürzen können, indem ihr dann auf Überreden geklickt hättet. Achso, in der Richtung. Aber ja, unser Herz ist natürlich mit dem Grünen Pakt. Da müssen wir halt ein paar von denen umbringen. Nicht so schlimm. So, das ist aber nicht das, sondern da müsste, beziehungsweise könnte ich durchreiten. Reiten wir los. Ah, Moment, wir sind hier, ne? Das heißt, wir müssen da, glaube ich, runter. Tiefer, ja. Du siehst mich nicht. Gut. Ihr seht mich einfach nicht. Ich brauche nur den Baumgeist. Genießt eure Siege, solange ihr noch könnt. Hallo. Jeder Schritt von euch bringt mich dem Herz näher. Mhm. Ich weiß, ich weiß. Tötet den. Der ist da hinten rum. Ich wäre jetzt nochmal hochgelaufen, ehrlich gesagt.
Ah, hier. Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Basti, du kannst mich mal. So, ich meine, das wäre jetzt oben. Kommen wir da auch hoch? Das sieht so aus. Die Frage ist, kommen wir da ins Richtige rein? Hallo? Was war das denn jetzt? So kann ich hier nicht vernünftig reiten. Da ist er. Ja, bringt mir das Herz und ich werde euch einen gnadenvollen Tod gewähren. Vielleicht. Ja, aber ich werde dir das Herz nicht bringen. Ja. So. Angriff. Die Heldenhaftigkeit endet hier. Au. Das waren meine Augen. Es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Wir? Wir haben die Ausbreitung der Fäule aufgehalten und Nämons Diener besiegt. Außerdem haben wir immer noch das Herz, das wir wachsen lassen können, um das des Ältesten zu ersetzen. Alles zusammen betrachtet, lief es so gut, wie ich gehofft hatte. Was ist mit der Verderbnis in den Bäumen? Zum Glück haben eure Bemühungen im Schattenwald viele von ihnen gerettet. Doch es gibt immer noch viel Verderbnis im Wald. Ich kann es spüren. Unsere Arbeit ist noch lange nicht getan. Hier, ich werde jetzt das Herz nehmen. Na, hoffentlich nicht meins. Und wir haben einmal Arme, göttliche Arme sogar, vom Werkzeug des Bienenhüters bekommen, in Schwer. Ja, damit wäre schon ein Teil geschafft und damit sind auch die Bosma, hat der gerade gekotzt hier oder sah das gerade nur so aus, sind jetzt auch alle gelb, was sehr vorteilhaft übrigens ist, wenn man hier mal im Brackwasser angeln möchte. So, krabbel hier nicht so rum, ich muss erstmal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen da rum, also links, dann rechts, links und da... Ich hoffe, ich komme da hin. Ja. Erstmal links rum. Irgendwo sollte es hier rechts gehen. Das ist dann vermutlich das hier. Und da wieder links, meine ich. Ne? Ja, oben kann man es ja sehen. Das ist schön, dass hier ein Händler ist. Den kann ich aber gerade gar nicht gebrauchen. Du bist wahrscheinlich dann die Nächste. Wo ist der denn jetzt hingelaufen? Nun, seid ihr nicht die Tapfere? Wenn ihr in diesem Teil des Waldes herumrennt, müsst ihr entweder furchtlos oder einfach dumm sein. Ein bisschen vorbei. Habt ihr die Untoten nicht gesehen? Ich bin eine Dämmerranken-Waldläuferin und selbst ich bin mir nicht sicher, ob ich hier sicher bin. Ist Indanir hier? Ja, er hatte euch schon erwähnt. Er wird froh sein, dass ihr hier seid. Das Schleiererbe war eine Sache, aber diese Untoten sind einfach zu viel. Sie sind der Schwarzwurz-Clan. Sie waren schon zu Lebzeiten ein brutaler Haufen. Und jetzt sind sie noch schlimmer. Gibt es einen Plan, um mit ihnen fertig zu werden? Fragt mich nicht. Soweit ich weiß, herrscht hier ein Patt. Ich bin mir ja noch nicht einmal sicher, was hier genau auf dem Spiel steht. Und bis dahin halten wir uns lieber bedeckt. Aber Indenir ist ganz schön durch die Gegend gewetzt. Er hat wahrscheinlich irgendeinen Plan. Aber fürs Erste seid ihr beiden auf euch allein gestellt. In Ordnung. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Das heißt dann wohl nein. Das ist ja eine nette Antwort, die wir hier nicht bekommen. Okay. Sprecht mit Indenia. Wo ist er? Da ist eine Dämmerrankenläuferin. Hallo, Bergblume. Du bist so wunderschön. Was habt ihr denn damit vor? Ich wollte die nur mitnehmen. Hier gibt es auch noch was zu lesen.
Und sonst gerade nichts. Wieso steht jetzt hier... Ach, sag mal, warum versteckst du dich denn da hinten? Ich suche dich schon die ganze Zeit. Hat sie es euch gesagt? Eines der größten Geheimnisse des Walenwaldes wurde endlich aufgeklärt. Jahrzehnte widersprüchlicher Gerüchte sind verstummt. Wir wissen endlich, was mit dem Schwarzwurz-Clan geschehen ist. Seine Mitglieder starben. Direkt hier in Wulain. Und nun wurden sie auferweckt? Ja. Und das ist wieder einmal das Werk von Nämons Schatten und dem Schleiererbe. Und ja, mir ist schon klar, dass wir sie wieder zur Ruhe betten müssen. Aber ich hoffe, dass wir dabei mehr darüber erfahren können, was hier vor sich gegangen ist. Seid ihr bereit, an die Arbeit zu gehen, meine Freundin? Ja. Wo fangen wir an? Die Krieger des Schwarzwurz-Clans sind tot, sogar noch blutrünstiger als zu Lebzeiten. Aber es gibt hier auch Geister, Schemen aus der Vergangenheit, die um Hilfe rufen. Ich glaube, sie versuchen uns etwas zu zeigen. Wir müssen sie beobachten. Na gut, dann sehen wir ihnen zu. So, jetzt kommt wieder eine große Reiterei. Ich verstehe doch nichts. Elferion, General Malgoth und der Rest der Schwarzwurz-Truppen haben uns fast erreicht. Ja. Nein, wenn dieser ich? Plan ist irrsinnig. Schweigt, Glonir. Unser heutiges Opfer sichert das Überleben unserer Schwesterdörfer. Okay, das war jetzt nicht allzu viel, was wir da jetzt rausgefunden haben. Elfi, ich kann das nicht tun. Elfi. Ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Schon gut, Lenril. Das Gift selbst wirkt langsam. Die Schwarzwurz hat uns längst die Kehlen durchgeschnitten, bevor ihr die Wirkung spürt. Hier, wir trinken es zusammen und ich werde bis ans Ende an eurer Seite kämpfen. Bis ans Ende. Jetzt! Auf in den Kampf! Das klang jetzt aber nicht sehr nett. Gut, dann gehen wir hier unten hin. Das war der letzte. Das Dorf ist jetzt sauber. Ein leichter Sieg. Wulain fällt zuerst, aber andere werden folgen. Jetzt lasst uns gemäß dem Fleischgebot die Gefallenen verspeisen. Bitte was? Bereitet den Höhlentempel vor. Das ist ein würdiger Ort für eine Feierlichkeit. Ja. Wie verspeisen? Bin ich im falschen Film? General Malgoth, die Truppen. Die eine Hälfte ist schon tot. Die andere Hälfte... stirbt. Und wir auch. Das ist Gift. Die Bewohner haben sich selbst vergiftet, um uns damit zu vergiften. Was meint ihr? Das Fleischgebot, du Idioten. Elferion war bewusst, dass sie auf dem Feld nicht gewinnen kann. Aber sie hat es dennoch geschafft zu siegen. Auf zum Nereidentempel. Vielleicht können wir ein Heilmittel erflehen. Ja, dumm waren sie ja nicht, ne? Das muss man ihnen ja lassen. Oh, das hatte ich schon mal. Warum ist das jetzt wieder verbuggt hier? Och nee. Das habe ich schon mal gehabt, dass man hier hochgelaufen ist und sich nichts getan hat. Erhebt euch, meine Soldaten. Zurück in eure Körper und an die Waffen. Warum kommandiert ihr uns aus dem Urteer? Jemand Mächtiges, den ich nicht kenne, hat meinen Bogen gestohlen. Er berief sich auf das Diebesrecht und befahl uns, gegen das Dominion ins Feld zu ziehen. Zu Befehl. Okay. War das nicht hier oben? Ja, es ist hier oben. Junge, wo bist du? Hallo? Jetzt kommen die schon wieder. Erhebt euch, meine Soldaten. Nein, die will ich nicht nochmal. Warum kommandiert ihr uns aus dem Urteer? Ich kann hier nur nicht rein. Wo ist der Kerl?
Hilfe! Ich will nicht, dass die Quest wieder verbuggt ist. Indenia, es tut mir leid, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Wo bist du? Ich brauch dich jetzt hier oben. Ich glaube, das hat irgendwas hier mit der Zähne zu tun, ne? Weil die nicht aufhört. Also die ist zwar abgeschlossen, aber... Warum kommandiert ihr uns aus dem Urteer? Jemand Mächtiges, den ich nicht kenne, hat meinen Bogen gestohlen. Er berief sich auf das Diebesrecht. Ja, das wissen wir jetzt alles. Gegen das Dominion ins Feld zu ziehen. Zu Befehl. Ich werde jetzt einfach hier sitzen bleiben, bis der Indenia kommt. So. Indenia? Hallo? Wie läutert das Schaurige? Hä, wir haben doch alle gemacht? Aber ich muss da nicht zurück. Ich muss mit ihm sprechen, steht hier. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass der Bug schon seit Jahren besteht. Oh, da hinten ist noch ein Buch, sehe ich gerade. Ich werde mich hier... Obwohl, die anderen, die sind ja auch noch da. Ich werde mich hier mal an die Höhle hinstellen und dann mal ausloggen. Ich warte noch kurz die 10 ab. Ich werde mich hier mal kurz ausloggen und wieder einloggen und dann... Ja, sehe ich euch gleich wieder in der Hoffnung, dass er dann endlich da ist. Na, ah, da ist er, da ist er. Sprich mit mir bitte. Was für ein Opfer, dass die Dorfbewohner sich selbst vergiftet haben, um den Schwarzwurz-Clan zu vergiften. Das ist vielleicht krank, aber auch brillant. Ne? Allerdings hilft uns das auch nicht dabei, die Schwarzwurz-Krieger wieder in ihr Grab zu schicken, oder? Weiß ich nicht, wir könnten uns auch alle vergiften, dann wäre das Spiel allerdings schon zu Ende. Nicht wirklich. Was sollten wir jetzt tun? Soweit ich das verstanden habe, hat einer von Prinz Nämons Dienern General Malguts Bogen gestohlen. Über das Diebesrecht zwingt er den Schwarzwurz-Clan für ihn zu kämpfen. Wir müssen den Bogen des Generals zurückstehlen, dann können wir ihn von seinem Eid entbinden. Wie finden wir den Bogen? Wir müssen auf die Szenen aus der Vergangenheit vertrauen. Nach seiner Vergiftung ging General Malgut zum Nereidentempel. Wahrscheinlich ist er dort drin gestorben. Ich schlage vor, dass ihr hineingeht und nach den sterblichen Überresten des Generals sucht. Ich suche hier draußen im Wald weiter nach Hinweisen. In Ordnung. Ich werde den Nereidentempel durchsuchen. Seid dort drin auf der Hut. Nereiden verfügen über gefährliche Magie und man sollte ihnen nie trauen. Kein Wunder, dass sie den Dorfbewohnern bei ihrem Selbstmord geholfen haben. Ich denke, die Nereiden sehen General Malguts Bogen wahrscheinlich als Auszeichnung an. Sie werden seine Überreste verteidigen. Warum sollten die Einheimischen sich an die Nereiden wenden? Verzweiflung macht aus Feinden Verbündete. Die Einheimischen wussten, dass General Malgut und der Schwarzwurz-Clan angreifen würden und dass sie diese Schlacht nie gewinnen konnten. Wahrscheinlich haben sie die Nereiden um Hilfe gebeten und die Nereiden haben sie davon überzeugt, dass es so am besten wäre. Ihr habt also von General Malgut gehört? Natürlich. Malgut versuchte, alle Bosmer unter seiner Führung zu vereinen. Als Anführer des Schwarzwurz-Clans eroberte er während der Stammeskriege der Bosmer große Teile Walenwalds. Dann sind sie eines Tages einfach verschwunden. Niemand wusste, was geschehen ist, bis heute. Was waren noch gleich die Stammeskriege der Bosmer? Die Bosmer waren immer freie Völker, die nur dem Grün verpflichtet waren. Nur selten wurden die Stämme unter einem Oberhaupt vereint, auch wenn es eine Weile lang viele versuchten, so wie Malgut. Die meisten dieser sogenannten Kriege wurden gar nicht ausgefochten, sondern durch Schleue und List gewonnen. Aber General Malgut war eine Ausnahme? Ja, General Malgut ist weit und fern gereist. Er hat die Größe gesehen, die damit einhergeht, andere durch militärische Macht zu unterwerfen. Dass ihr noch nie von ihm gehört habt, verdanken wir dem Opfer der Bosmer von Wulain. Warum haben die Nereiden sich überhaupt eingemischt? Weil es in ihrer Natur liegt. Der Tod ist für sie eine Form der Unterhaltung.
Und umso mehr, wenn sie jemanden so manipulieren können, dass er seinen eigenen Untergang herbeiführt. So makaber das auch sein mag, sind die Nereiden dennoch Teil der natürlichen Ordnung. Ich versuche, mich von ihnen fernzuhalten. Das ist doch kaum anders als bei Margot, der das Fleischgebot achtet, oder? So barbarisch uns das auch vorkommen mag, lebten während der Stammeskriege der Bosmer viele Clans noch nach den alten Traditionen. Allerdings verzehrten sie die Leichen der Toten nicht, weil es ihnen schmeckte. Es war eher eine Frage der Tradition. Und die Bewohner von Volain haben das alles ausgenutzt? Anscheinend. Obwohl ihre Strategie eher nach einem Plan der Nereiden klingt, als nach etwas, das den Einheimischen selbst eingefallen ist. Das Diebesrecht kann selbst die Toten zwingen? Für General Malgut stimmt das anscheinend. Trotz all seines Ehrgeizes hielt er eisern an den Traditionen fest. Es ist recht beeindruckend, dass sein Ehrgefühl auch so viele Jahre nach seinem Tod keinen Schaden genommen hat. Wie stiehlt man etwas von einem Toten? Ich würde sagen, hier wird das Recht auf den Kopf gestellt. Malgut könnte so viel an seinem Bogen gelegen haben, dass er ihn allein deshalb schon zurück will. Oder er könnte das Diebesrecht als eine ehrenhaftere Begründung für seine Knechtschaft heranziehen. Es lag Furcht in seiner Stimme. Okay. Gut. Hallöchen. Weiß ich auch wieder, was Nereiden sind. Da kann ich, glaube ich, nicht direkt runter, oder? Ach nee, da komme ich nicht hoch. Ja, ja. Das war's, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich kann da nicht hoch. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall oben rum. Das machst du ganz toll, Basti. Ich geh schon mal vor. Und ja, in dem Fall ist mir der Loot sowas von egal. Hauptsache, ich komme hier durch. Läuft allerdings ziemlich langsam dafür, dass er eigentlich am Rennen ist. Guten Tag. Ich muss mal eben hier durch. Was war das denn gerade? Okay. Nee, da muss ich eigentlich... Wo bin ich denn? Eigentlich Auto. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier gehen. Die sterben immer so schön, finde ich. So, ja, da leider unser Angriff sich ja jetzt auch anhört, als ob wir hier mit König Tritons Dreizack rumballern, also umstechen, passt das ja irgendwie zu den Nereiden. So, da sind wir. Seht ihr mich? Nee, seid so weit weg, ne? Ihr würdet das stehlen, was schon gestohlen wurde? Ja, und dann hilft. Den Schattenwald betreten und es suchen, obwohl ihr nur den Tod finden werdet. Okay. Ich dachte, der stellt sich uns jetzt noch in den Weg, oder? Aha. Hört sich so ein bisschen nach Anime hier gerade an. So, zurück können wir auf jeden Fall die Abkürzung nehmen, wenn sie denn schwimmen würde, heißt es. Ja gut, wir sind leider keine Agonia. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Natürlich sterbe ich. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt euch nur eure Seele willkommen heißen. Ja, so weit abseits vom Wasser runtergekommen. Das muss mir mal jemand nachmachen. Okay. Ja, genau in dem Moment muss ich dann natürlich jetzt wieder sichtbar werden. Das war so klar. Du stehst im Weg, ich muss dich leider umbringen. Vor allem, warum bist du schon wieder da? So, jetzt nervt mich nicht weiter, sondern lasst mich endlich hier diese Aufgabe beenden. So.
Und bitte nicht noch ein Bug. Was war das denn gerade? Der Bogen ist ein Segen für meine Armee. Und ich werde ihn nicht aufgeben. Ich weiß nämlich, dass hier auf dem Rückweg auch irgendwo ein Bug war. Wir sind zurück im Schattenwald. Ich hatte gehofft, nicht wieder hierher zurückkehren zu müssen. Aber wenn er hier den Bogen des Generals versteckt hält, dann ist es so. Wir müssen den Schatten finden und den Bogen zurückholen. Wo ist der Schatten? Ich weiß es nicht. Wir werden so lange suchen müssen, bis wir etwas finden. Aber bis dahin erinnert ihr euch noch an die Schemen aus der Vergangenheit, die wir gesehen haben. Offenbar sind diese Geister hier im Schattenwald gefangen. Wir sollten sie befreien. Wie können wir sie befreien? Es sind die Schattenrisse, die sie hier festhalten. Von dieser Seite aus braucht ihr die Risse nur zu berühren, um sie zu schließen. Das wird die Geister von ihrem Leid erlösen und Nämons Macht über diesen Ort schwächen. Wenn ihr euch darauf konzentriert, gehe ich in der Zwischenzeit den Schatten suchen. In Ordnung. Ich werde gehen und die Schattenrisse schließen. Viel Glück. Wir sehen uns dann bei den Steinen. Juhu. So, wo sind wir denn? Bald werdet ihr euch uns anschließen und an Malgots Seite kämpfen. Ja. Geh mir nicht auf und sag, ich bleib ein ehrenwerter Bürger. Ich werde mich niemanden anschließen und an niemandes Seite kämpfen. Also außer auf der Seite des Guten natürlich. Ich hoffe, ihr seid bereit für den Untod. Hallo? Ich war mit niemandem im Kampf und trotzdem komme ich wieder nicht weiter. Das nervt mich immer so ein bisschen. Ich meine, klar, jetzt bin ich natürlich im Kampf. Basti, schnapp dir den nochmal. Der Kerl schon wieder. Ja, offenbar ja doch, sonst würdest du nicht immer zurückbleiben. Das sind leider Fankämpfer, deswegen kommen die einen. Ihr habt uns befreit. Jo. Möge Ifra auf euch herniederlächeln. Ihr habt die Risse geschlossen, die uns hier gefangen hielten. Aber ihr müsst diesen Schatten aufhalten. Er will Valenwald schreckliche Dinge antun. Obwohl ich schon seit vielen Jahren fort bin, sehe ich Valenwald immer noch als meine Heimat an. Macht euch keine Sorgen. Ich werde den Schatten aufhalten. Vielen Dank. Und habt auch Dank dafür, dass ihr uns aus seinen Klauen befreit habt. Aus der Totenruhe geweckt und auf diese Weise gebunden zu werden, um etwas so Finsterem zu dienen, das war die reinste Folter. Obwohl wir tot sind, stehen die Bewohner Wohleins in eurer Schuld. Ihr könnt mir doch sicher irgendwie helfen, den Schatten zu besiegen. Ja, ich glaube schon. Ich kann euch einen Schild geben, der euch im Schattenwald vor Schaden bewahren wird. Nehmt ihn und meinen Segen. Möge Ifre über euch in diesem Reich und auch daheim im Reich der Lebenden wachen. Hab Dank. Viel Glück. Ja, danke schön. Einen Schild, aber sie greifen uns trotzdem noch an. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür das Schild jetzt da ist. Das werden wir wahrscheinlich gleich rausfinden. Nämon hat mich vor euch gewarnt und ich bin vorbereitet. Wieder im Sterben und uns dann wieder. Autsch. So schön das auch ist, aber es geht mir immer wieder auf die Augen. Das war eine grauenvolle Erfahrung. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich hoffe, wir konnten Nämons Macht über ganz Valenwald etwas schwächen. Jetzt bleibt nur noch eins. Wir müssen uns um den Geist von General Malgot kümmern. Soll ich ihm den Bogen zurückgeben? Ja, und da ihr ihn erfolgreich gestohlen habt, liegt es an euch, beim General auf das Diebesrecht zu pochen. Er wird gezwungen sein, eure Bitte zu erfüllen, wie immer sie auch aussehen mag. Wonach sollte ich bitten? Die gnädigste Wahl wäre es, den General und seine Armee freizugeben, damit sie wieder Ruhe finden. Aber falls euch das lieber sein sollte, könntet ihr sie stattdessen bitten, sich gegen Nämon zu wenden
und unseren Truppen im Kampf um Walenwald beizustehen. Es ist eure Entscheidung. Ist ja schon gemein, ne? Aber ich meine, gut, die gnädigste Wahl wäre, ihn natürlich zu befreien. In Ordnung, ich werde mit dem General sprechen. Also ist es wahr, ihr habt dem Schatten meinen Bogen abgenommen? Ich habe ihn und ich berufe mich auf das Diebesrecht. Mein Vater hat mir gesagt, du wirst deinen Bogen im Knochen eines Tieres finden. Du wirst ihn schon sehen, lange bevor er geschnitzt ist. Ein Mammutstoßzahn. Außerordentlich schwer, daraus einen guten Bogen zu machen. Aber es war genau, wie er es gesagt hatte. Ich sah den Stoßzahn und ich wusste, das ist mein Bogen. Was wollt ihr? Ja, die schnellste Art und Weise ist jetzt natürlich, ihn mit gegen Nemon in die Schlacht ziehen zu lassen. Die gnädigste ist natürlich, ihn zu entlassen. Und ich würde sagen, das machen wir heute ausnahmsweise. Ich entlasse euch und eure Armee vom Dienst. Ihr dürft diesen Ort verlassen. Ihr wollt? Ich muss euch falsch verstanden haben. Ich dachte, ihr hättet verlassen gesagt. Aber wir verdienen keine Ruhe. Nicht nach dem, was hier geschehen ist. Wir gehören in den Urteil. Nein, es wäre besser, wenn ihr jetzt ruht. Ihr habt ihn freigelassen. Ich denke, das war richtig. Da ihr die Geister der Dorfbewohner schon aus dem Schattenwald befreit habt, bedeutet das, dass alle Geister hier jetzt in Frieden ruhen können. Ihr habt das Richtige getan. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben hier zwar getan, was wir konnten, aber es ist offenkundig, dass Nämon Walenwald nach wie vor schaden will. Unser Werk ist also noch nicht vollbracht. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und suchen nach Anzeichen der Dunkelheit. So Auriel will, wird uns das Grün gewiss bald wieder zusammenführen. Ja, und wir haben einen verzierten Gürtel bekommen vom Bogen der Wildkönigin. Wenn ihr keine Fragen mehr an mich habt, mache ich mich bald auf den Weg. Wir beide sollten den Wald nach anderen Anzeichen von Nämons Verderbnis absuchen. Ich fürchte, dass wir irgendwann Nämon selbst gegenübertreten müssen. General Margot erwähnte den Urteer. Was meinte er damit? Eine Art Gefängnis für Geister. Bosmer, die gegen den Grünen Pakt verstoßen, gehen dorthin, wenn sie sterben, um für eine Ewigkeit über ihre Sünden nachzudenken. Es gibt einen Ort namens Teer, wo wir die Leichen der Eidbrecher hinbringen. Manche halten ihn für die stoffliche Verbindung zum Urteer. Ja, und unser nächstes Ziel liegt jetzt hier oben, reist nach Hektarhem. Aber ihr könnt es sicher schon erahnen, wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde fast, die ich aufgenommen habe. Wieso ist der denn jetzt immer noch hier? Hallo? Der ist doch gerade verschwunden. Also gut, ich habe ihn in die Freiheit geschickt, aber er will offensichtlich nicht einfach so gehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge dort wieder, bei dem Ort, den ich eben gezeigt habe, und schauen mal, wie die Geschichte weitergeht. Bis dann. Ciao.